Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir den Arenaleiter der allerersten Stadt erledigt. Das war ein Erlebnis. Wir haben eine Rosine durch die Gegend geschoben. Also wir haben zumindest eine riesige Frucht durch die Gegend geschoben. Das zumindest. Ich fand es übrigens schön, dass ihr meine Meinung in den Kommentaren geteilt habt. Für mich war der Arenaleiter eher ein Bäcker als ein Arenaleiter. Ich würde es auch nicht wundern, wenn ich hier irgendwo eine Bäckerei finde und sie dann da vorne dran steht. Ja. Was haben wir denn als nächstes vor? Wir haben als nächstes vor, erstmal zum Pokémon Center zu gehen. Das allem voran. Unsere Pokémon sind schon ziemlich in Eimer gerade. Ich würde endlich mal gerne sehen, dass sich Schlickter und Sproxy weiterentwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass sich Schlickter aber erst so gegen Level 30 entwickelt. Ja, mein Plan. Ich habe das letztes Mal angesprochen, sicherheitshalber meist nochmal heute. Ich suche gerade die Karte mal wieder, wie immer. Ich wollte das ja so machen, dass ich das abwechselnd mache. Einmal Arenaleiter und dann helfe ich hier dem anderen Typen mal seinen komischen Essenszeug. Heißt, ich würde jetzt den Vater Legenden hier versuchen. Dass ich jetzt hier über den rechten Weg einmal gehe. Das wäre so mein Plan. Ich weiß aber nicht, wie sehr das jetzt schlau wäre. Ich weiß halt nicht, wie stark diese Herrscher-Pokémon sind. Aber ich würde da halt echt gerne einmal hin. Zur Not wäre hier die nächste Arena. Das wäre die Azarila Arena gegen Tulia. Ist gar nicht so weit weg, ne? Ja, dann machen wir erst den zweiten Orden noch als nächstes, würde ich sagen. Und dann gehen wir hier mal auf das erste Herrscher-Pokémon. Das klingt doch nach einem guten Plan. Da werde ich wahrscheinlich wieder irgendwas durch die Gegend schieben. So, wie komme ich denn da hin? Nochmal Karte rausholen eben kurz. Ich muss sehen, wie ich fahren muss. Ich muss hier lang, da hoch. Ah, hier ist auch ein Herrscher-Pokémon. In der Richtung. Oder? Nee, wir sind immer noch auf den anderen Teil der Karte. Die Karte richtet sich nicht automatisch aus. Hier. Ich muss hier einmal über den Fluss darüber. Psycho-Pokémon hat die. Also Richtung Fluss. Das müsste da sein. Und dahinter. Oh, ich habe einen Voltilam angegriffen. Nein, Voltilam, wir lassen dich in Ruhe. Wie komme ich denn da am besten hoch? Also hier muss ich auch rüber. Überhaupt eine gute Stelle, um rüberzukommen. Ich denke mal nicht, dass ich mit Miraidon und einfach hier Jump machen kann und dann bin ich drüben. Nee, der sagt auch, du hast es irgendwie aus dem Wasser geschafft. Ich muss mal auf der Karte eben kurz gucken. Irgendwo muss ja ein Rüberweg sein. Da wäre ein Weg rüber. Ja, ich muss hier hin. Ich muss hier drüber. Heißt, wir gehen einmal kurz hier hin. Und gehen da über den Fluss. So, wir müssen hier jetzt über den Fluss und dann müssen wir rechts rum. Und einen richtig weiten Weg zurücklegen. Ich weiß gar nicht, ob wir in einer Folge da hinten ankommen. Hoppa! Ich glaube, wir werden ein, zwei Folgen brauchen, um da hinten bei der Arena anzukommen.
Oder ich mache einen Ultra-Cut. Weil ich eigentlich eher vermeiden will, weil ich ja eigentlich schon so ziemlich alles zeigen will. Der ist nicht der Ravia. Ich habe ich noch nicht. Mit Bedroher auch noch. Sehr praktisch. Oh, Level 25. Wir sollten hier eventuell noch nicht lang gehen. Weil wir haben keine Chance. Pikachu. Du hast eher eine Chance als Lococo. Komm, wir versuchen den Kampf jetzt. Okay. Es wird schwerer zu treffen. Wangenrubbler. So weiter geht, treffe ich gleich überhaupt nicht. Oh, Terra-Kristallisierung. Los, Terra-Pikachu. Mit hopsprossenem Bild. Ah, guckt mal. Es hat Luftballons oben dran. Wieso hat es keine Wirkung? So, Wangenrubbler hat endlich funktioniert. Wir sind paralysiert. Ich treffe halt weniger, weil es Ausweichwert erhöht hat. Ja, das Vieh hat mich gewone-hittet. Ich kann es weiter versuchen. Aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ziehstrahl! Nee, allein weil es den Ausweichwert hoch hat, kriege ich es nicht getroffen. Ui! Ich prüfe einfach mal, seit auch Level 25. Oder was Laravia jetzt ein Einzelfall? Nee, Staravia schien ein Einzelfall zu sein. Ich habe Wuffels gerade so nicht getötet. K.O. geschlagen, Entschuldigung. Die sterben ja alle nicht, die schlafen nur ein. Wir haben einen Wuffels, Leute. Wuffels, das Welpen-Pokémon. Sie leben in Rudeln, bis sie aufgewachsen sind. Wenn sie schlecht gelaunt sind, schlagen sie mit ihren steinernen Pfeilkragen auf den Boden. Ich habe mal versucht, wie ein Pokédex zu klingen. Pikachu ist noch besiegt, ne? Fällt mir gerade so ein. Na gut, das ist der Ravia, das war aber auch viel zu stark. Die weiterentwickelten Pokémon, muss ich mir merken, haben ein wesentlich höheres Level. Hier sind aber auch gut neue Pokémon. Medite, du bist auch Level 20. Du solltest aber nicht so stark sein. Ja, keine Sorge, ich habe kein Schutzschild. Ich äschere dich nur ein. Ich sollte mir auch unterwegs ein paar Pokémon zulegen, die gut gegen Psycho-Pokémon sind. Also mit Biss bei Lococo habe ich schon eine gute Methode. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Mit einem Pokémon alleine kommt man nicht gegen einen Arenaleiter unbedingt an. So, das Pokémon überlasse ich dir drin und das nächste übernimmt Noir. Na, ihr Lutscher, jetzt mach ich euch mal hier den Pokédex.
Hier habt ihr Medite, das Meditations-Pokémon. Durch Meditation erhöht es seine geistige Kraft, um in der Luft zu schweben. Es ist bloß eine Beere am Tag. So, Scheiding, übernimm du wieder. Danke, Irgendrim, für diesen Eintrag. Ich habe jetzt mal in dem Pokédex eben kurz gewechselt. Damit wir nicht diese hässliche Anzeige unten haben. Da ist ein Sichlor. Das wäre ganz gut fürs Team. Was bist du denn? Du bist neu. Flatutu. Level 17. Ich mach mal Säuselstimme. Ich will jetzt ja nicht umbringen. Ist auch eine gute Idee. Das scheint nicht viel auszuhalten. Nach Möglichkeit sollte ich mir Trugschlag anschaffen. Trugschlag ist sehr gut zum Pokémon-Fangen. Weil es die nicht umbringen kann. Sie nicht zum Schlafen bringt. Entschuldigung. Nein! So, jetzt aber. Ja! Ihr seht das gleich im Pokédex. Krokot, ein Level abgemacht. Wo ist das süß? Flatutu, das Rüschen-Pokémon. Es verbringt seinen Alltag damit, durchs Ödland zu rennen. Wenn jemand seine geliebten Beeren stiehlt, setzt es dem Täter nach und nimmt Rache. Danke, Noah. Es ist ein sehr interessantes und rachsüchtiges Pokémon. Oh, ein Riolu, du kommst in mein Team. Keine Widerrede. Dich nehme ich mit. Bitte stirb nicht. Das ist ein sehr gutes Kampf-Pokémon. Oh, es lebt noch. Ja, ich habe ein Riolu. Wir kriegen hier so haufenweise Pokémons neu heute. Und machen null Story. Riolu, das Wellenspiel-Pokémon. Es hat die eigenartige Fähigkeit, Gefühle wie Freude oder Wut in Wellenform zu sehen. Oh, das ist sehr interessant. Die Nachentwicklung kann das dann auch, oder nicht. Also Lucario. Wir haben noch zwei Pokémons hier zu fangen. Nämlich einmal Dichtsichtlor. Dich will ich auf jeden Fall mitnehmen. Dich kann ich beim Arenaleiter gut gebrauchen. Oh, das ist ein Terra-Pokémon auch noch. Okay. Da läuft wieder ein neues Pokémon gerade her. Habt ihr das im Hintergrund gesehen? Da lief ein neues Pokémon lang. Alarm, ein Level Up! Schmeichler. Wen wollen wir einem schmeicheln? Brauchen wir nicht. Sichlor, das Mantis-Pokémon. Die scharfen Sichel an den Unterarmen werden durch das Schneiden harter Objekte noch schärfer. Bevor ich jetzt hier einen Krieg anfange, mit dem Pokémon, was da vorne gerade langläuft, erstmal Autoheilung. Ich will dich haben. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich will dich. Ach, das ist ein Toxel. Ich habe das aus der Entfernung nicht erkannt. Nicht sehr effektiv. Ja, wir haben es überrascht. Und ich habe dir in den Überraschungsmoment echt verschwendet. Wieso kannst du bangen, Rupla? Ach ja, es ist ja Tox. Es ist ja ein Gift Elektro. Ich vergaß. Ich hasse Paralyse, ne?
Und es würde mir nichts bringen, die Paralyse wegzumachen, weil es kann buggen, Grubler. Damit habe ich die instant wieder. Es war ein Feuertreffer, aber Toxel lebt noch. Toxel, das Baby-Pokémon. Dieses selbstsüchtige und verzogene Pokémon speichert Gift und Elektrizität in zwei separaten Säcken in seinen Körper. Wir kriegen ja heute nur haufenweise neue Pokémon. So, irgendwann noch ein Batachia. Da ist nochmal ein neues Pokémon. Lauf doch nicht weg! Die Milite stehen kacke. Ja, ich habe Vataria getroffen und nicht das Pferdeviech. Ich will die zwei noch fangen. Ich hätte vielleicht vorher die Elektrisierung wegmachen sollen. Ein Erschein klappt ja noch. Ey, weg mit der elektrischen Paraheiler, los! Ich mache so äußerliche Stimme übrigens nicht, weil das ist ein Drachen-Pokémon und Feenattacken sind auf Drachen-Pokémon ultra effektiv. Man verstehe den Sinn dahinter, aber es ist leider so. So, Pokéball, los! Da kam jetzt schon wieder ein Toxel lang. Warplu, das Vollvogel-Pokémon. Es kann nicht entspannen, solange es selbst oder seine Umgebung dreckig sind. Wenn es Schmutz bemerkt, wirft es diesen mit seinen Flügeln weg. Oh, ein Saubermach-Pokémon. Das wusste ich gar nicht vom Warplu. So, jetzt noch der Esel und dann sind wir hier fertig. Komm her. Komm her, Pampuli. Das kann Stärke von Anfang an. Na gut, ich weiß nicht, ob hier die VMs von damals irgendwie sinnvoll sind, beziehungsweise ob die irgendeinen Effekt haben. Autsch. Kannst du deine Verteidigung ruhig boosten? Wenn ich mit Spezialangriff angreife, ist es eh egal. Und Lokroko hat Level 20 erreicht. Das Packesel-Pokémon. Es bewegt sich zwar langsam, ist aber sehr kräftig. Sein Gang ändert sich auch dann nicht, wenn es das 50-fache seines eigenen Gewichts trägt. Man müsste jetzt mal ganz kurz gucken, wie viel der in so einem Vieh wiegt. 110 Kilogramm wiegt das. Das heißt, wenn es 5,5 Tonnen trägt, läuft es immer noch genauso schnell, wie es sonst läuft. Und es ist nur einen Meter groß, Leute. Das ist schon wieder ein weirder Eintrag. Also wäre es ein erwachsener Esel, wie man eben bei uns kennt, da könnte ich das ja verstehen, dass er das eventuell schafft. Aber doch nicht von so einem kleinen Vieh, das nicht größer als mein Hund ist. Nie im Leben kann das Ding das tragen. Ich glaube, da noch ein Traunfugil ist. Her mit dir. Hat meine Meinung geändert, ich nehme ja auch noch mit. Ich kann nicht ultra beim nächsten Arena-Leiter gebrauchen. Warum setze ich Ken ein? Das ist ein Geister-Pokémon. Wir können Traunfugil bei dem Psycho-Arena-Leiter ultra gut gebrauchen.
Jetzt werde ich auch noch konfus. Danke sehr, ey. Bitte hau dich nicht selber. Ich weiß, du siehst Bilder vor deinem Kopf von Sunny, aber hau dich nicht. Bitte hau dich nicht. Ich kann verstehen, dass man sich selber verprügeln will, wenn man einen Sunny vor seinem inneren Auge sieht. Das war aber nicht nett. Es tut mir leid, Noah. Bitte bleib am Leben. Danke. So, nochmals. Noch weiter runterprügeln geht nicht mehr. Jetzt geh in den dummen Ball. Ey, das Trautbugil hat sich aber auch massiv gewehrt gegen den Ballversuch. Ich habe jetzt wie viele Bälle an dem verschwendet? Trautbugil, das Kreischer-Pokémon. Es sieht Leute gerne von hinten an den Haaren oder beißt sich plötzlich in ihren Schopf fest, um sich an der verdutzten Reaktion zu erfreuen. Das würde ich auch machen. Ja, mein Trautbugil. Das war jetzt überhaupt keine Geburt, das Vieh einzufangen. Nein, dich lasse ich jetzt in Ruhe. Das hat jetzt schon lange genug mit Trautbugil gedauert. Habe ich wahrscheinlich gecuttet, aber ich habe so 10 Bälle jetzt in den ungefähr reingeworfen, bis es funktioniert hat. Ist da unten auch noch ein Donphan. Wisst ihr was? Das Donphan und den, da fange ich nach. Hier sind 3 neue Pokémon, die fange ich nach der Folge. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, Wufitz. Tschüss!